Die wahrscheinlich knackigsten Tennisbälle des Jahres habe ich heute für euch. Außerdem die wohl schlechteste Softporno-Kampagne Portugals. Und das langsam doch irgendwie leicht desperat wirkende Instagram-Verhalten von Liz. Ich habe vor 39 Jahren New Brand flachgelegt. Early. Damit willkommen in einer neuen Bildbox. Ich bin Laura. Hallo. Wenn es ums Damentennis geht, reden in letzter Zeit ja alle immer von Angelique Kerber, aktuell im Urlaub, oder Anna Schweinsteiger, aktuell Geburtstagskind. Dabei, und da spreche ich vor allem euch Jungs an, lohnt es sich auch mal wieder bei Oldschool-Dauerbrenner Serena vorbeizuschauen. Denn da tut sich dann auf ihrem Instagram-Account auf einmal so ein Pick wie dieses hier auf. Tja, da guckt ihr, ne? Madame Williams Zeiten, in denen sie vorrangig das Kraftpaket auf dem Court gegeben hat, sind nämlich vorbei. Gut, das mit dem Kraftpaket ist jetzt natürlich so eine Sache, kriegt man ja nicht unbedingt immer weg. Aber unsexy ist das ja nicht und das weiß Serena. Und deswegen zeigt sie uns das auch. Scharfes Gerät, das Fräulein. Anlässlich des am Wochenende hochgeladenen schlimmsten Cristiano Ronaldo Picks ever. Für die, die es noch nicht gesehen haben, bitteschön. Anlässlich dieses an Absurdität und Lächerlichkeit kaum zu überbietenden Picks möchte ich also die eine entscheidende Frage stellen. Was ist los mit dir? Ernsthaft? Denn das ich liege total natürlich, Beine spreizend, verträumt mit dem Kopf im Blumenbusch, ist ja nur der Gipfel des Eisberges an unfassbaren Fotos, die alle entweder einen 80er-Jahre-Softporno-Filter drauf haben oder an völlig verkrampften, unnatürlichen Posen scheitern. Ey, und ganz ehrlich, wenn er mir so Good Night wünscht, ja, kann ich auch nur sagen, Hashtag Albtraum. Ja, oder was? Also es gibt am Ende des Tages ja nur zwei Möglichkeiten. Nummer 1, sein Social-Media-Berater ist eine Null. Oder Nummer 2, sein Social-Media-Berater ist eine ganz hinterlistige Sau, die ihn völlig fertig machen will. Ich tendiere ja zu Nummer 2, weil eine Null hätte bei diesem Pick wenigstens das Kissen vom Gartenstuhl weggelassen. Ey, Mann, oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Was Elizabeth Hurley übrigens mit Cristiano Ronaldo beim Instagram-Verhalten gemeinsam hat, ist folgendes. Beide wollen ihre Produkte verkaufen. Krischi vorrangig seine Unterhosen und die Liz ihre Bikinis. Und das ist auch der einzige Grund, weshalb ich es so annähernd akzeptabel finde, dass die 51-Jährige so bummelig 3 bis 5 Mal die Woche Bikini-Pics postet. Denn ansonsten würde ich mich natürlich schon fragen, ob sie so ein leichtes Ego-Problem mit sich rumträgt. Also klar, sie sieht natürlich hammermäßig aus für ihr Alter. Nicht nur für ihr Alter, eigentlich generell. Ist eine Granate. Aber was soll uns sowas hier sagen? Ich sitze in der Badewanne, guck mal. Oder das hier. Oh Mann, oh, ich bin heute irgendwie so traurig und keiner tröstet mich, außer euch, meinen imaginären digitalen Insta-Friend. Sag mal, Laura, kann es sein, dass du irgendwie neidisch bist? Auf Liz Hurley. Ja, mehr gibt's dann dazu heute auch nicht zu sagen. Bis Donnerstag. Tschüss.